Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nio hier. Und wir sind noch im Tagebuch, wir schließen das Ganze und dann geht das Spiel, denke ich, wirklich los. Ich habe endlich die Kamera gebindet auf einen Knopf. Wenn jetzt die nächste Cutscene kommt oder Rendersequenz, dann blende ich mich auch aus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen das Tagebuch mal zu und schauen, was passiert. Passt das so? Ja! Die Boote sind bereit für unsere Landung. Trotz allem, was ich über dieses Land gelesen habe, kann mich nichts wirklich auf das vorbereiten, was mich nun erwartet. Ich lege das Tagebuch nieder und verlasse meine Kajüte. Kurojima ist eine kleine Insel vor der Küste von Ozuki in der Provinz Bungo auf Kyushu. Es gibt nur wenig fruchtbares Land, da die Küste schnell in Klippen und Bergen übergeht. An die Gestade der Insel klammert sich ein winziges Fischerdorf, dessen Bewohner ihr Einkommen durch Ackerbau auf in die Hügel geschlagenen Feldern ergänzen. Ihr einfaches Leben unterscheidet sich deutlich von dem des Dorfältesten, dessen großzügiges Anwesen auf dem höchsten Gipfel der Insel thront. Es wirkt seltsam überdimensioniert für die kleine Insel. Gut. So, dann schauen wir mal. Hier können wir beten, schätze ich. Das machen wir als erstes. Wer weiß, was passiert, wenn wir das andere Ding da anquatschen. Das ist hier. Durchsuchen. Okay. Okay, wir haben neue Fähigkeitenpunkte erhalten. Stufenaufstieg. Stufe 1. Erforderliche Menge, also jetzt schauen wir erstmal. Körper beeinflusst Leben und die Widerstandskraft gegen Gift und Lähmung. Okay. Herz beeinflusst Ki. Schwerter und Bögen. Ausdauer beeinflusst Leben und das Gewicht, das du tragen kannst. Erforderliche Menge um Sondereffekte schwerer Waffen. Okay, okay. Stärke klingt interessant für uns. Erforderliche Menge um Sondereffekte komplexer Waffen und Rüstungen zu aktivieren. Doppelschwerter und Schusswaffen, das klingt auch interessant für uns. Geschicklichkeit. Bestimmt die Wirkung und Kapazität deines Ninjutsu. Hauptsächlich betroffene Waffe Kasurigama. Onmyo-Magie. Und dann haben wir den Geist. Beeinflusst die Stärke deines Schutzgeists. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Stärke und ich habe gar keine Punkte. Geil. Aber wir haben noch hier Opfere, einen Gegenstand am Schrein, um am Rita zu erhalten. Wir haben keine Gegenstände, okay. DLC-Gegenstände abholen. Tarmchakra Kabuto uralter Text. Keine Ahnung. Wurde noch nicht freigeschalten? Wurde nicht aktuell Schutzgeist wechseln? Nein. Stufenaufstieg haben wir nichts. Können wir vielleicht hier Schutzgeist wechseln? Können wir hier irgendwas... Ich sehe da keine Fähigkeitenpunkte, aber gut, egal. Aber da unten ist doch was. Fähigkeiten erlernen. Ah, okay. Wir haben Kralle. Ein Gegner, dessen KI erschöpft ist, wird gepackt und mit der ausgerüsteten Waffe durchbohrt. Das klingt interessant. Hier können wir Kraftschluss machen. Der Wechsel in eine andere Haltung bei einem erfolgreichen Ki-Impuls erhöht die Menge des regenerierten Kis. Alter. Samurai-Fähigkeitspunkte. EI Blitzklinge. Kann nur eingesetzt werden, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Du sammelst Energie, um blitzschnell das Schwert zu ziehen und zuzuschlagen. Lässt Ki aus dem Schwert strömen, um in der Nähe befindliche Gegner zu betäuben. Hm.
Klingt das irgendwie am interessantesten. Wir können jetzt jemanden, der erschöpft ist, quasi direkt erstechen. Fähigkeit der tiefen oder mittleren Haltung. Folgeaktion eines Combo-Angriffs. Versucht sehr hohen Key-Schaden. Das klingt doch gut. Dann treten wir ihn und können ihn erstechen. So der Plan. Ausrüstung. Wir haben Kopfbedeckung. Armschutz haben wir keinen. Bindung 1. Ein Splitter hochkonzentriert ist am Ritter, der in einem schwachen goldenen Licht leuchtet, als wäre darin ein Glühwürmchen verwendet, um 100 am Ritter zu erhalten. Ich bin mir immer noch irgendwie unschlüssig, was das ist, aber gut. Wir haben hier ein Elixier. Okay, da werden wir wieder geheilt. Jetzt schauen wir mal. Nahkampfwaffe haben wir keine. Wir haben keine Waffe, okay. Die kriegen wir bestimmt von ihm, oder? Nochmal zurück. Durchsuchen. Jo. Da haben wir unser Odashi. Okay. Oh, das ist aber auch echt langsam. Ah, okay, mit RB können wir es wegstecken und ziehen. Die hohe Haltung. Okay. Wir machen mal die tiefe Haltung, da sind wir ein bisschen schneller. Okay, ich bin mal gespannt, wie das wird. So, wir stecken es erstmal weg. Und durchsuchen den hier noch. Der, der sich wehren kann. Wieso Verteidigung, LB? Achso, wegen dem Kerl da vorne, okay. Ja, ganz ehrlich, da müssen wir uns doch nicht verteidigen. Gehen wir nochmal einfach nieder. Wir haben jetzt Schuhe. Haben wir nicht schon Schuhe an? Ausrüstung. Matrosenstiefel. Verteidigung 1. Dann nehmen wir doch mal die Schuhe hier. Okay, forsche die Geheimnisse des verlassenen Fischerdorfs. Wir nehmen jetzt erstmal den sein Zeug mit hier. Ansturm, L plus A halten. Hm. Bei solchen Einblendungen denke ich dann immer direkt, da kommt jemand, aber scheinbar nicht. Okay, wir haben hier wieder mehr Rüstung, bessere Schuhe. Okay. Dann schauen wir mal. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Hier scheint irgendwie nicht so zu sein. Bin auch gespannt, was das mit dem Ki-Regenerieren dann ausmacht. Habe ich noch nicht ganz verstanden, aber wir schauen mal, was ist da hinten. Blutiges Grab. Okay, bekämpfen. Der Block. Das bringt ja nichts gegen starke Angriffe, glaube ich. Oh, fuck, 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 fuck. Alter. Oh, Mann. Befreit vom irdischen Mühsal. Okay. Also nochmal von vorne. Okay. Also, was müssen wir hier alles dann machen? Ja, 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 bla, bla, bla. Achso, halt, nee, das, die Fähigkeiten müssen wir noch ausgeben. Fähigkeiten erlernen. Hat er schon? Okay, alles cool. Was müssen wir hier dann alles machen, um so einen Kampf ordentlich zu gewinnen? Okay, das haben wir alles schon. Ja, so auf jeden Fall nicht. Wenn der keine Ausdauer hat, kann ich Y drücken und ihn greifen, richtig? Was haben wir denn da jetzt? Ein verrückter Vogel. Ah, berühren. Okay, den würde ich gerne. Dann kann er uns bei dem Rückenkampf nicht stören. So. Haben wir den. Jetzt suchen wir das Ganze mal. Und da müssen wir dann unser
Key ansetzen, um das Ganze zu clearen, ne? Müssen wir mal gucken. Ausrüstung, Armschutz. Okay. So, Key war immer AB. Rückkehr bekämpfen. So. Fuck off! Alter! Vielleicht muss ich dann blocken, wenn ich einmal gehittet wurde und nicht versuchen zu dodgen? Was ist das vielleicht, dass ich das falsch mache? Na klar, ich bin einfach kacke gerade noch, aber... Das Grab nehmen, dann den Kerl da hinten platt machen und dann den hier. Hoffentlich sterben wir nicht wieder. Da konnte er nicht viel machen. Aber der andere kann halt viel machen. Das ist mein Problem. Okay. Er ist auch Stufe 3. Ich vermute mal, wir sind noch Stufe 1. Hallo, ich bin noch... ausgewichen. Bin ich nicht? Alter, entspann dich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Und ihr? Egal, wir heilen uns. Und ich habe schon wieder vergessen, dieses Key zu gedünsen. So, aber gut. Gibt unsere Verstärkung runter, den Hut, den wir bekommen haben. Also nicht so geil. Wir kommen schon noch rein. Das ist halt einfach schwierig. Und sagt uns wenig. Aber das gefällt mir auch an solchen Spielen. Den kann ich nicht durchsuchen. Den kann ich durchsuchen. Und von oben. So. Das mit dem Packen habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich den dann packe und quasi... Das versuche ich gerade so ein bisschen immer. Dass ich den packe und dann... steche. Dieses Dorf ist erledigt. Das klingt zumindest so, ne? Was haben wir hier hinten für verstecktes Zeug? Das ist doch mein Geist, wie kann ich den Rückweg zeigen? So. Okay. Habe ich jetzt die belebte Waffe hier ready, wenn das da oben so blinkt? Ich glaube schon, ne? Können wir dann gleich mal gucken. Ich bin mir irgendwie noch unschlüssig, ob die Waffe so die richtige Wahl war. Ob man doch lieber das Katana benutzt hätte, aber das werden wir dann noch rausfinden. Ich meine, das hat halt eine große Reichweite, das ist schon mal nicht verkehrt. Aber ich glaube, das macht das Spiel jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn man nicht so schnell reagieren kann. Boah! So. Fuck off. Nix gut. So. Checken wir das. Wir müssen uns nochmal heilen, oder? Oder was ist eigentlich... Warte, müssen wir uns überhaupt heilen? Okay, heilen müssen wir uns. Aber wir können unsere Ausdauer, glaube ich, so regenerieren. Da hinten haben wir einen Gegner. Oh, das war zu früh. So,
Mit dem Ausdauer regenerieren habe ich noch nicht drauf. Aber das müssen wir irgendwie in den Kopf kriegen, also ich. Sonst wird es nix. Doppel-Uchigana. Ausrüsten. Nahkampfwaffe 2. Okay, das sieht interessant aus. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir probieren es gleich mal aus. Stufe 5. Warte mal, haben wir Fähigkeiten? Fähigkeiten erlernen. Am Ende einer Combo Y. Kralle. Okay, was haben wir hier? Wenn dein Leben auf 30 ist, steigt die Ki-Regeneration um 20. Das klingt doch interessant. Erfordert 4 Samurai-Punkte. Okay. Dann kämpfen wir jetzt erstmal gegen den. Hallo? Nein, so nicht. Ich muss ganz dringend immer Ki regenerieren, sonst kann ich nicht ausweichen. So, ausgerüstet mit einer leichten Rüstung bist du schnell beweglich und verbrauchst beim Einsatz einer Waffe weniger Ki. Solche Rüstungen sind allerdings nur dünn und bieten relativ wenig Schutz vor Angriffen. Selbst erfolgreiches Blocken zieht einen hohen KI-Verlust nach sich. Okay. Was von Anfang? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich von dem Ding überzeugt bin. Von der Waffe. Mal schauen. Den haben wir schon zurückgerufen. Alles cool. Dann gehen wir mal hier weiter und machen die zwei. Fuck. Okay. Schon besser. Trotzdem nicht gut. Oh Mann. Okay. Fernkampfwaffe haben wir noch nicht ausgerüstet. Aber das ist auch was, was ich glaube ich. Ja, einfach nie benutzen werde. Einfach wegen den Aiming. Ja, wir haben auch noch gar keine Fernkampfwaffe. Alles klar. Allgemein finde ich die sehr schnellen Kombos jetzt gerade schon interessant. Das finde ich nicht schlecht. Man selbst mit starken Angriffen. Selbst mit starken Angriffen sind wir halt relativ schnell, was ich cool finde. So, und jetzt bitte nicht wieder sterben, sondern erstmal Grab berühren. Achso, das war unseres. Ups. Zipangu. Nee. Alter. Bitte was? Den wecke ich nicht mehr auf. Puh. Da gab's also ganz sicher nicht. Ich wüsste nicht, wie man den besiegen soll. Weil er mich ja trotz eines Dodges auf jeden Fall erwischt halt. Bringt mir Beten irgendwas? Ich bete nochmal. Die Fähigkeit Kodan Segen erhalten. Keine Ahnung. So, wir schauen weiter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir wechseln doch wieder auf die andere Waffe. Ach komm on. Nein, ich war gerade am Haltung wechseln.
Oh Mann. Das läuft gar nicht gut. Na gut, das soll ja auch nicht einfach sein. Okay, das war jetzt Y. Alles klar. Ah, das mit dem RB habe ich echt noch nicht drauf. Das vergesse ich jedes Mal. So, wir laufen jetzt an dem komischen Fuzzi da vorbei, weil das mache ich nicht. Das sieht nicht an. Fuck. So. Zack, haben wir. Dann machen wir den da unten nieder. Wir berühren unser Grab. Oder versuchen wir es... Komm, wir versuchen es ein letztes Mal und ich glaube, wir müssen dann dieses Ding reinigen. Wir müssen direkt so ein Key-Dingens schaffen. Wir probieren es einfach nochmal. Ne, müssen wir nicht, okay. Gut, dann kriegen wir es jetzt aber hin. Alter! Einmal Energie. Fuck! Ich lasse den aus. Entweder ich bin zu schlecht dafür oder wir haben eine zu niedrige Stufe. Was soll eigentlich dieser grüne Punkt da? Müssen wir hier bieten. Keine Ahnung. Der grüne Punkt bleibt, also der ist einfach immer da. So, jetzt schauen wir mal. Wir gehen jetzt ohne den Kasper da durch. Wieder Korsane. Zack. Zack. Nein. Ich dachte, mein Angriff hittet ihn vorher. Bevor er mich hittet. Achso, der hatte keine Ausdauer. Na egal. So. Schau mal, ist der kleine Grüne noch hier? Nee, das wurde gespeichert. Okay. Also anhand dieser Speicherpunkte, ne, was wo gespeichert wird und was nicht, gehe ich mal davon aus, dass das hier schon ein bisschen Trial and Error geplant ist. Aber irgendwie wundert mich das trotzdem, dass wir gegen den da oben die ganze Zeit verlieren. Aber gut, ist halt so. Vielleicht können wir den echt auslassen. Ich weiß es nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Hallo, ich bin noch ausgewichen. Okay, also das mit dem Ausweichen verstehe ich noch gar nicht. Es läuft gerade null gut. Ich hoffe, es macht trotzdem irgendwie Spaß zuzugucken. Blutige Schwerthügel markieren die Orte, wo gefallene Krieger ihr letztes Gefecht geschlagen haben und voller Reue und Verbitterung starben. Du kannst ihre zornige Seele zum Kampf beschwören. Okay, also, und auf ein neues. So. Nummer 1. Fuck.
Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Der kommt da hinten, kommt einer. Okay, der hat dann eben geschlagen, wie jedes Mal. Zack, zack. Und zack. So, also die sind halt echt ultra easy. Da liegt's echt am Level, dass wir jetzt gerade immer stärker werden und die Standardgegner schon zu langsam sind. Oder zu schlecht. Und eigentlich ist es ja sehr intuitiv, das Kampfsystem, aber irgendwie... Mir geht es aber auch gegen den Strich, dass wir den auslassen müssen. Nein, wir beschwören ihn jetzt nochmal und diesmal sterben wir nicht. So, wir gehen jetzt hier runter, machen gleich mal die Kugelscheibe kaputt. Und dann schauen wir mal. Dass wir hier ein bisschen vorsichtiger einfach spielen. Oh, geil, 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 Y. Nice. Okay, das fühlt sich gut an, wenn man es dann endlich mal hat. Und wir haben auch direkt gutes Loot bekommen, oder? Keine Ahnung. Ups. Matrosenhose, yo. Nice. Und gute Schuhe, perfekt. Jetzt schauen wir mal. Speer, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So. Was haben wir hier drüben noch? Wir haben Erinnerungen. KI-Impuls. Durch den KI-Impuls wird ein Ki regeneriert. Die maximale Ki-Menge, die du erhalten hast, kannst, siehst du in der Ki-Anzeige. Wie viel du tatsächlich erhältst, hängt von deinem Timing ab. Bleib konzentriert, wenn du einen Abgriff abgeschlossen hast. Angriff. Upsa. Wenn du in Aktion bleibst und dich schnell auf den nächsten Schlag vorbereitest, wird ein Ki regeneriert. Meistere den Ki-Impuls, denn er ist ein essentieller Bestandteil des Kampfverlaufs. Yokari-Reich. Das wissen wir alles, das wissen wir. Belebte Waffen wissen wir, Schreine wissen wir. Gut, wir haben es auf jeden Fall schon mal so weit geschafft. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber mit diesem phänomenalen Kampf sind wir hier schon wieder durch. Und im Endeffekt habt ihr jetzt die ganze Zeit nur das Gleiche gesehen, was natürlich scheiße ist. Aber ja, es tut mir leid, dass ich da gerade so oft versage, aber das wird schon irgendwie. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, ihr schaltet ein und ja. Haut rein, habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal.